Recht herzlich willkommen zur 63. Folge von Factorio. Ja, wir sind im Spiel und müssen... Na, ich gucke nochmal sofort rein. Nochmal. 36 Stahlträger haben und 106 Munition. Dann wieder raus. Müssen wir gucken, dass wir das kriegen. Was packt er da alle so viel ein? Stahlträger 36, 32, dann brauchen wir noch 4. Kommen gerade keine. Einer. 2, 3, 4. So, passt. Jetzt nehmen wir noch eine Munition auf. Dann brauchen wir noch 100 Munition, aber bis die fertig sind, gucken wir erstmal noch weiter, was das hier denn alles so macht. Ah, hier fehlt Kupfer. Und hier fehlt auch Kupferplatten. Was machen die denn hier alles? Bestimmt alles Eisen, ne? Wir haben aber Kupfer hier, dann machen wir das doch da mal rein, ne? Kupferplatten kommen da. Da ist auch Eisen drin. Machen wir jetzt Kupfer rein. Dann können wir da mit Kupfer weiterarbeiten. Genau. Dann kommen auch mehr Kupferplatten. Die fehlen da ja. Und den dritten Ofen kriegen wir bestimmt. Ach nee, die brauchen keine Stahlträger. Haben wir genug Kupferplatten, bitteschön. Funktioniert nicht, ne? Jetzt geht's komischerweise. Okay, 100 braucht man noch. Wir sind drin. 8. 10, das heißt, wir brauchen nur 90. Und der läuft da vorne auch nicht. Fehlen immer noch Kupferplatten. Da unten läuft ein Ofen gar nicht. Okay, voll. Machen wir leer. Da noch ein Ding gemacht. Gut, jetzt kommen da auch Kupferplatten bei weg. Die anderen machen das auch. Und dann tauschen wir das auch gerade aus. Gut. Macht er nicht. Warum macht er das nicht? Keine Ahnung. Ja, der will immer wieder das Eisen machen. Keine Ahnung warum. Jetzt macht er gar nichts mehr, oder was? Jetzt macht das. Keine Ahnung, warum es erst nicht ging. Wahrscheinlich, weil da noch ein Rest Eisen drin war oder so. Gut, was macht hier unsere Munition? 25, 26, wir brauchten noch 90, dann brauchen wir noch 70, dann brauchen wir noch 64. Stahlträger brauchen wir nicht mehr. Einen hätte ich gerne noch. 60. Ja. Das wird noch eine Weile dauern. Hier werden jetzt nur noch Kupferplatten gemacht, weil das Förderband da oben auch voller Kupfer ist. Warte mal, der macht hier noch Eisen. Eisen brauchen wir aber schon nicht mehr. Er kann jetzt Kupfer machen. Jetzt macht er auch Kupfer. Weil das Band ist schon so weit voll, ne? Okay, da fehlt es an Kupfer. Kommen wir reintun. Ah, der macht Stahlplatten, brauchen wir nicht, hat man gesagt, ne? Ah, der packt das... Ah, jetzt packt er was anderes rein. Jetzt packt er Dingens rein, wie heißt es? Eisenerz, aber das ist gleich Ende. Da war doch nichts mehr auf dem Band eigentlich, oder? Ah, er macht's jetzt nicht mehr. Jetzt geht's. Interessant. So, jetzt müsste es aber auch hier wieder mehr sein.
Oh. 60 brauchen wir, glaube ich, noch, ne? Komm, einen noch. 40. Das bedeutet noch 20. Oh, jetzt geht richtig viel, ne? So, damit wäre die Mission eigentlich erfüllt, oder? Müssen wir genug haben. So, einmal ins Auto und geschafft. Es kann losgehen. Ja, Level zu Ende. Was machen wir jetzt? Nächsten Level. 1842 kleine Beißer gemacht. Spielzeit reichlich, fast 13 Stunden. Ja. Nächster Level, oder? Da ist ein Auto. Der Schießwrack ist im Südosten. Okay. Hier wahrscheinlich. Ich muss dort den Computer zurückholen, um Zugriff auf fortgeschrittene Technologien zu erhalten. Okay. Da gibt es hier in der Gegend eine starke Gegnerspräsenz. Ich muss noch sehr gut vorbereiten, damit hinzugehen. Aber zuerst mal die kleine Mittelnester zerstören. Okay, Granaten kann man werfen. Du kannst Granaten werfen, diese haben einen großen Schadensbereich. Wähle die Granate aus und drücke linke Maustaste, um diese an den ausgewählten Ort zu werfen. Okay. Tab. Zwischen kleinen Beißer. Gut, ich glaube, wir steigen mal erstmal ins Auto ein. Können wir eigentlich, wenn wir im Auto sind, schießen? Nee, ne? Naja, ich glaube, wir bauen mal erstmal eine Verteidigungsanlage hier auf. So. Das ist erstmal zu. Dann brauchen wir diesen Turm hier. Funktioniert denn der? Oh, da kommen die Viecher schon. Ich habe jetzt, wer weiß, wie viele Granaten draufgeschmissen. Wir sind gerade erst kaputt gegangen, ne? Schwede. Kriegen so einen Turm dahin. Was braucht der? Strom? Ne, Munition braucht der, okay. Haben wir Munition? Ne, Munition fehlt. Auch schön. Da, können wir doch produzieren. Oh, da kommen schon wieder Viecher. Hey. Jetzt klappt's. Oh oh. Kurz vor Schluss, ne? Oh 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 oh. Das wird ein schweres Unterfangen hier, würde ich sagen. Wenn da noch ein paar Wellen kommen, dann schafft man das aber nicht. Das Auto ist hin, ne? Dann brauchen wir gleich schon Munition. Ohne Ende. Zweiten Turm. 14 haben wir. Okay, da kommt schon der erste. Ja, da, schnell, schnell. Okay. Wir müssen noch viel mehr Munition bauen. Ich weiß nicht, wie lange das noch klappt. Dass wir das aushalten. Wir sind da noch dran, 3 Schuss. Da kommt schon die nächsten.
Uiuiuiui. Das wird ein schweres Unterfangen. Ich krieg die nicht kaputt, einfach aus dem Grunde, weil ich hier Schwierigkeiten habe, das aufzubauen, ne? Jetzt komme ich da wahrscheinlich nicht weiter hin, um meine Basis größer zu machen. Okay. Kommt schon den nächsten wieder. Okay. Die Türme sind jetzt besser dran, ne? Jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier was aufbauen, ne? Das ist stressig, würde ich sagen. Aber ich weiß auch gar nicht, wo ich hier was gibt, ne? Jetzt haben wir zwei Türme, aber mehr auch nicht. Da können wir noch was reinstecken. Förderbänder haben wir, Eisen haben wir. Was müssen wir bauen? Gute Frage, ne? Wir brauchen Vorräte, das ist das Entscheidende. Kommt die nächste Angriffswelle, ne? Okay, die Türme schaffen das aber auf Dauer. Wie lange? Das ist die Frage, ne? Wie lange? Wir können noch einen Turm mehr hinsetzen, oder? Ne, da wird er nicht passen. Ich verbaue mir den Platz hier drinne. Ich verbaue mir den Platz hier drinne. Vielleicht wäre es sinnig, nach vorne zu bauen. Näher ran, um an die Nester zu kommen. Das wäre vielleicht noch eine Taktik, ne? Warte mal, da müssen wir noch so machen. So. Dann da Geschütztürme hin. Passt. Munition. Ist noch sechsmal vorhanden jetzt. Jetzt haben wir da mehr Munition bekommen. Gut. Okay. Das bedeutet, wir können jetzt diesen, ja, bis dahin bauen. Und so wieder zwei Türme vorne hinstellen. So sind wir wieder ein Stück vorgekommen, ne? Deutet die Munition da raus, da rein, da raus, da rein. Und das weg. So. Nächste Welle kommt. Wieder so ein große und kleine, ne? Okay. Wieder zwei Türme bauen. Munition. Raus. Rein. Raus. Rein. Abbauen. Vorgehen. Und die nächste Welle kommt dann.
sind wir schon in irgendeiner Form getroffen worden, weil wir zu nah dran waren. Da müssen wir also aufpassen, nicht zu nah an der Wand stehen, sonst kriegen die uns trotzdem. Gut. Ich glaube, wir müssen noch mehr Munition bauen. Irgendwann ist er alle, ne? Nee. Guck mal. So, das klappt alles nur bis jetzt, ne? Nur wie lange? Gut. Zwei Geschütze dahin. 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 Es ist nur die Frage, wie lange dauert das, bis wir da sind, ne? Sieht so aus, als ob das ewig dauern würde. Wir müssen zurück. Und da unten kommen auch welche. Das müssen wir erst abbauen hier, oder was? Und das ist nicht so einfach, oder wie sehe ich das? Hier hinten müssen wir jetzt was weghaben. Wenn wir vorne wieder was hinbauen können, ne? Kriegen wir das da alles weg dann? Nee. Die Türme arbeiten vorne. Wir arbeiten hinten. Mauer wieder hin. So. Jetzt haben wir das Problem, dass wir da abbauen müssen. Und das geht nicht. Ja, gut. Das ist unser Versuch. Ich würde sagen, das probieren wir gerade weiter, bis wir ans Nest sind. Aber es sieht schwierig aus, da hinzukommen. Müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Aber für die Folge soll es erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.